Ja, herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play von City Skyline und ich begrüße alle Zuschauer auch auf Twitch, denn jetzt neu gibt es auch einen Live-Twitch-Kanal. Ja, City Skyline, wir haben ja schon auf dem YouTube-Kanal ein bisschen gespielt. Und ich mache mal hier Pause und schau mal, was wir als nächstes eigentlich bauen wollten. Wir brauchen auf jeden Fall Wohnraum, Feuerwehr, Polizei, ja, Universität. Schauen wir mal an. Das können wir nicht bauen, das auch nicht. Ja, fantastisch, wunderprächtig. Ja, ihr könnt natürlich auch wirklich live dabei sein und mir live im Chat Fragen stellen. So, ich baue hier noch eine Polizeiwache hin und natürlich eben live im Chat Fragen stellen. Ich werde die dann so möglichst beantworten. So, wir bauen hier mal ein bisschen. Ne, ich baue nicht so groß. Wieder ein Stück. Ein Stück Wohnfläche hin, weil das wollen sie ja. So. Jawohl, jetzt müssen wir noch Wasser ziehen für das Ganze. So, der Straße entlang bringt immer was. Komm schon. Ah, ist Pause. Da kann ja nichts mehr laufen. So. Nehmen wir die Pause raus und na, wird's wohl. Jawohl. So, jetzt hat auch diese Straße Strom. Wasser. Stromtechnisch gar nicht mal so doof, dass ich das gesagt habe, weil das müssen wir auch mal schauen, was wir hier haben. Ja, haben wir noch genug. So, die Leute ziehen ein. Das Interesse an Wohngebiet, das fällt. Und das Industrieviertel, das ist einfach so okay, aber die Gewerbefläche, die ist einfach so extrem klein. Nun ja. Stautechnisch haben wir es recht gut im Griff, wie ich finde. Mit der Brücke, die wir da das letzte Mal gebaut haben, ging das ganz gut. Ah, wir bauen hier noch. Bringt das was? Das bringt nichts. Aber wir machen hier eine Querstraße rein und hier eine Querstraße rein. Das bringt uns zwar vier Felder mehr für unser Wohnraum. Aber ja, wir haben eigentlich noch genug Platz, das noch bebaut werden kann. So, Müllabfuhr. Wie schaut das eigentlich aus? Mülldeponie, Auslastung, ja, das geht noch und sind alle bedient. Wunderprächtig. Sehr schön. So, wir werden hier diese Straße noch ein bisschen weiter ausbauen, ein bisschen kurvenhaltig. Die Gewerbefläche soll ein bisschen kurvenreich werden. So, und ich werde hier noch einen Kreisel dann bauen, wenn das möglich ist. Zurzeit nicht möglich, aber ich werde hier mal noch Gewerbefläche hinbauen. So, prima. Und hier können wir noch Wohnraum hinbauen. So. Und jetzt nehmen wir den Pinsel, geht schneller.
So. Also wenn ihr keinen Platz für Gewerbe habt, dann weiß ich auch nicht. So, die Wasserleitung ziehen wir hier mal bis dahin vor. Und hier machen wir so und ah, das liebe Geld. Immer das liebe Geld. Unglaublich. So, da und sollte da noch reinreichen. Kommt schon. So, krumm und schäbs und schief. Na und jetzt? Hauptsache, alle sind bedient. So, nachfragetechnisch haben wir alles gemeistert. 40 Kilowatt. Und die Strandpromenade, die ist einfach nur noch schmutzig. Eieiei. Nun ja, gut. Jetzt werden wir ein bisschen das Tempo vorstellen. Und zwar auf 2, weil zurzeit brauchen wir nichts mehr groß zu bauen, sondern wir brauchen jetzt zuerst mal ein bisschen Geld. Damit wir ein bisschen Grünanlagen bauen können, weil da gibt es noch, ja, gut, Industrie. Brauchen die Parks? Ja, doch. Aber hier vor allem der Wohnraum, der neue, der hat keine Grünflächen. Ja, was machen wir denn da? Kleiner Spielplatz machen wir ja. Machen wir hier hin. Und schon sind sie glücklich. Platz mit Bäumen. Ne? Ich weiß ja nicht, ob das wirklich in ein Industriegebiet passt. Ein kleiner Park. Ja, komm, wir machen einen kleinen Park hier. Hier hin, damit ihr glücklich werdet. Oder auch nicht. Nein, sie werden glücklicher. Prima. Und da verändert sich schon die Farbe von Rot auf Braun. Wunderschön. So, ja, Wohnflächen haben wir noch. Die müssen bedient werden. Und ich weiß nicht, doch ich... Wir haben hier einen kleinen, ich möchte gerne einen großen. Wir machen hier eine Einbahnstraße für die Industrie. Nee, für die Gewerbe. Mein Gott, ich verspreche mich heute. Unglaublich. So. Prima, Leute, das läuft. Geld haben wir 9000. Ja. Ziel ist, eine Universität zu bauen und eine Busstation. Also das ist mein Ziel. Shoppingstatue. Wo könnten wir das hinstellen? Bauen wir hier hin, die Shoppingstatue. Yay! So, wie sieht denn die aus? Aha, faszinierend. Faszinierend. 8% voll. Ich freue mich ja schon, wenn wir die Abfalldeponie-Entsorgungsverbrennungsanlage haben. 81% voll und 30% voll, ja. So, was brauchen wir noch? Nichts mehr. Boah, was ist denn das da? Kleiner Park, ja. Also die Bäume sehen so aus wegen der Verschmutzung. Ne? Also, ja, ein Park ins Industrieviertel zu bauen, das ist, glaube ich, doch nicht ganz so eine gute Idee. So, die entleert sich, die füllt sich und die auch. Das ist das Problem. Die transportieren den Müll? Wo transportieren denn die den Müll hin? Das will ich mal schauen. Wir sind eh gerade dran und drauf, ein bisschen Geld zu schaffen. Da können wir ohne weiteres mal schauen, wenn hier ein Kehrichtverbrennungsauto, Kehrichtsauto rauskommt. Wohin der fährt?
Ich mach mal den Timer an. Da. Der nächste, wo rauskommt. Wir sind in 15 von 15. Der nächste, der rauskommt, den schnappen wir uns. Da kommen sie ja wieder zurück. Sehr schön. Den. Na, bleib stehen. Halt! Den schnappen wir uns. Hallo. Wohin geht denn der? Nimmt mich echt wunder jetzt. Zuerst steht er mal im Stau. Boah, wieso gibt's denn hier einen Stau, ey? Oh oh. Ich bin echt gespannt, wohin das der den Müll bringt. Ja, ich glaube. Ich mache hier mal so eine Ausfahrt. Vielleicht. Nein. Geht das dann vielleicht besser? Und gerade Unfall. Ich habe sowieso mein Auto wieder verloren, ehrlich gesagt. Mein Entsorgungstransporter. Da haben wir noch einen. So, den schauen wir jetzt aber zu, wohin das da fährt. Kehr zur Einrichtung zurück. Was machen denn die? Leere Ausflüge oder so, nur weil sie nichts mehr dürfen abholen oder was? Es ist grün! Hallo? Wo fährt der hin? Was macht der? Mein Gott, hey. Hier ist ja richtig was los. Aber nur wenn man schnell einstellt. In der Mitte durch. Okay. Wo gehst du hin? Wo gehst du hin? Die gehen. Wieso bringt den Müll zur Mülldeponie? Also, die bringen den Müll hier hin. Okay. Doch, also so wie ich gedacht habe. Ja, also. Die Leute, die rufen wieder nach Wohnungen. Also machen wir doch hier. Nein. Machen wir hier doch wieder. Ja, nee, da müssen wir auch wieder Bogen schaffen. Machen wir doch mal so eine Straße und parallel dazu. Entschuldigung. Ja. Parallel. Da steht. Parallel dazu machen wir so eine Einfahrt. Einbahnstraße. So. Hier wieder Wohngebäude, damit sie auch schön einziehen können und wir natürlich größer werden. So. Gehen. Wie sie da gleich bauen. Wassertechnisch kommt auch noch. Keine Sorge. Ich organisiere euch alles. Oder zumindest fast alles. So. Ready. So. Wasser haben wir noch genug. Stromtechnisch. Ja. Bauen wir noch so ein Wind. Wasserturbinenkraftwerk. Hier hin. Ja, komm, wir haben das Geld. Wir bauen gleich zwei hin. Dann können wir nämlich das Kohlekraftwerk eliminieren. Will ich das? Nö. Lass ich noch. So.
Polizeitechnisch, wie sieht's aus? Ganz schlecht. So, dieser Ecken muss noch verbessert werden. Krankenhaustechnisch ist auch recht schlecht hier hinten vor allem. Hier ist okay. Wir machen diese Straße mal geradeaus weiter. Verbinden sie dann, wenn das Geld reicht, mit da hinten. Na komm, kommt. Hä? Ach, Ort ist schon belegt. Und was denn? Na gut, dann gehst du hier hin. Dahin. Und dahin. Ja, dich bauen wir wieder weg. Sie rufen zwar nicht nach Industrie, aber ich... Also, die Stromäste hier, die nehme ich jetzt auch weg. Und tschüss. Die nehmt mir nur Baufläche weg, ehrlich gesagt. Und es braucht euch gar nicht mehr. So. Müllabfuhr, ja, sind bis zu 50% voll. Baue ich noch eine? Ja, komm, ich baue noch eine hier hin. Ja, wenn ich die Straße ein bisschen länger mache, dann funktioniert es auch. Ort ist bereits belegt. Ja, weiß ich. So. Es läuft bei uns. Hier ist ein Haus leer. Reißen wir ab. Hier ist ein Haus in Flammen. Die Feuerwehr ist da. Willst du mich jetzt... Ja, die müssen den totalen Umweg fahren, dass die überhaupt an das Gebäude kommen. Und irgendwie haben sie selbst... Selbst gelöscht. Jo, Industrie, nicht wirklich amüsant. Aber ja. Ja, für kurze Zeit gab es hier einen Stau. Den haben wir allerdings, glaube ich, behoben. Das ist kein Stau, sondern die Ampel ist einfach rot. Und ziemlich lang sogar. Jo. Jo, läuft. Wie teuer ist denn eigentlich ein großer Kreisel? Oh, wir haben einen Meilenstein. Geschäftige Kleinstadt. Sehr schön. Stadtplanungsbericht. Einzigartige Ölindustrie können wir jetzt machen. Kostenlosen Nahverkehr, Verbot für starke Verkehr. Und wir können eine zweispurige Allee, Autobahn, Lärmschutzwand, vierspurige Allee, sechsspurige Allee. Ah, ist das schön. Jetzt können wir auffrischen. Wir können Ölkraftwerk und ein Krankenhaus und eine Feuerwache und eine Polizeiwache bauen. Jetzt bauen wir aber erstmal... Ort ist bereits schon belegt. Ich komme nicht nach. Die ist ja gut besucht. So, und jetzt nehmen wir noch eine Straße und verbinden die und verbinden die nicht. So. Gut.
Sieht ja doof aus, diese Straße, echt. Da ist ein Haus noch im Weg. Naja. Wieso habe ich daraus eigentlich jetzt nicht gleich eine Allee gebaut? So, wir werden das Ganze auf und zwar mit Bäumen. Sieht ja sowieso schöner aus mit Bäumen als ohne. Ein bisschen Natur reinbringen. Nachfragetechnisch ist alles okay. Wohnungen gibt's noch, sprich Bauland gibt's noch. So. Ich hätte ja gern alles mit dem gebaut. Aber ich hab's erst seit jetzt. Also ich werde überall Alleen bauen, nur in der Industrie nicht. Dass das gleich mal klar ist. Oh. Ort ist belegt, ja. Ort ist belegt. Tja. Ach, die können wir auch aufwerten. Wie sieht denn das aus? Nun ja. Das ist noch Gewerbefläche. So. Es wird schon seinen Grund haben, warum das jetzt einspurig ist. So. Wichtig einfach im Wohngebiet, dass das Ganze grün ist. Sieht doch einfach schöner aus. Nein! Nein! Zu den Kleinen wäre ich jetzt gekommen. Mensch, lass mich zuerst die Großen fertig bauen. So. Da haben wir schon. Wo haben wir noch? Wieso? Habe ich hier eine kleine Straße hingebaut? Seid ihr von allen Geistern bewältigt oder was? So, wenn schon, denn schon. Mensch, Leute. So. Und da noch, voilà. Passt, läuft, hat Luft. Jetzt nehmen wir die Einstraßen und werten die auf. Keine Parkplätze mehr. Ist verboten hier. Die sind nicht mal traurig, wenn es keine Parkplätze mehr gibt. Gibt Parkhäuser dafür. Irgendwo. So. Verbessern. Das kannst du nicht verbessern. So, wir bauen einen großen. Junge, du bist im Weg. So, aber jetzt gehst du. Jawohl.
So, jetzt machen wir hier noch eine Verbindung von da nach da. Okay. So, die Trennung für Industrie haben wir auch schon. So, ja komm, hier bauen wir noch Gewerbe hin, solange wir nicht Kehrichtverbrennungsanlage bauen können. Die kriegen wir beim nächsten Mal. Schulbildung ist eigentlich okay. Oh, wir brauchen doch eine Universität, weil die Kapazität von der Universität, die ist schon belegt. Hm. 24, nee, doch 24 brauchen wir, ne? Das schaffen wir. So, ja. Ich melde mich wieder, wenn wir es haben. Hier war ein Arbeiter, der fehlte. 76%, 59%, ja, 50% kann man sagen. 1%, 20%. Komisch, dass man beim Großen hier nichts. Nein! Ich vergiss immer wieder. Ort ist bereits schon belegt, ja. So. Da kannst du ringsrum Gewerbedings machen. Hier machen wir auch noch. Und hier nehmen wir es weg. So. Und jetzt gibt es eine Universität. Und zwar hier. Schaut euch mal das an. Sam, die ganze Stadt wird erfreut. So, wie sieht's eigentlich mit Wasser aus? Ja, dann bleibst du halt. So, alle zufrieden, alle mit Wasser besorgt. Ja, Wasser geht noch. Energie haben wir gar kein Geld mehr. So schnell geht's. Also, wir haben genug Möglichkeiten für Industrie. Na gut, Industrieplätze haben wir einen noch frei. Ja. Aber sonst ist dann alles gut. So, 3000 haben wir auf Gewinn. Auf Gewinn. Das ist doch schon mal gut. Und in gut einer Minute wird die Aufnahme gestoppt und die Live-Übertragung in die Pause gehen. So. Hier haben wir noch eine Straße, die wir für die Industrie brauchen. Wohnräume haben wir hier noch ein bisschen Platz, die sie bauen können. Hier glaube ich, sag mal. Jawohl. Ja. Chaotische kleine Stadt. Aber trotzdem weiß jeder, wo was sein muss. Na, na, na. Was sind das für rote Häuser? Na gut. Es wäre mal wieder Zeit, an der Zeit, einen großen Spielplatz zu bauen. Und zwar ja, wo denn? Und zwar hier. Die ganze äußere Front, die ist ja recht rot gewesen. So. Was haben wir denn da, wo wir alles bauen können? Opernhaus. Ja, das kommt später.
Wie sieht es eigentlich mit unserer Shopping-Statue aus? Touristen letzte Woche 2, Besuche letzte Woche 36. So, und der Timer ist um. Wir machen Feierabend mit der Aufnahme. Danke für diese Session. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und ich sag bis zum nächsten Mal. Tschüss, bye bye.